Hi und willkommen zu einem Vlog. Gestern habe ich ja von Katzen gesprochen. Die habe ich aber nicht gezeigt, deswegen wollte ich sie euch heute zeigen. Da kam dann auch schon die erste Katze zu mir und die wollte direkt gekuschelt werden. Insgesamt waren es 5 Stück und ich glaube, die haben uns einfach nur wegen Hundefutter gemocht. Nachdem ich mich verabschiedet habe, sind wir dann auch schon losgefahren. Heute konnte man das trockene Land von gestern sehen. Wir sind unterhalb von Madrid ein bisschen davor gestartet und sind jetzt ungefähr 60 Kilometer weg von Portugal. Während der Fahrt kann es manchmal langweilig werden und er hat der Lee sich heute gedacht, dass er Taschentücher haben möchte. Der liebt dieses Spiel, er klaut mir immer was und dann darf ich mir es wiederholen. Aber Hundspielzeug mag er nicht so gerne, er mag lieber Socken, Haargummis und jetzt auch Taschentücher. Ich habe heute mal während dem Fahren vorne Aufnahmen gemacht, da sieht man die Straße viel besser und es sieht fast aus wie in der Wüste hier. Insgesamt sind wir ungefähr über 300 Kilometer gefahren. Aber irgendwie merkt man das gar nicht, weil die Autobahnen leer sind und wie man sehen kann, auch die Straßen. Da geht es wirklich ziemlich schnell. Der erste Wohnmobilstellplatz, den wir anfahren wollten, war nur ein Parkplatz und es war uns nicht so sicher dort. Denn man kann hier sehen, jedes Haus hatte Gitter unten im Erdgeschoss und auch Alarmanlagen. Deswegen haben wir uns entschieden, noch ein bisschen weiter zu fahren. Und da sind wir langsam Richtung Berge gekommen. Desto mehr wir gefahren sind, desto grüner ist es geworden. Hier war es echt teilweise grüner als in Deutschland. Und überall waren Kühe oder Schafe. Außerdem hat man auch viel Wasser gesehen. Also für morgen ist der Plan, über die portugiesische Grenze zu fahren und dann dort einkaufen zu gehen. Dort kaufen wir nämlich Nosh, damit wir WLAN haben. Das ist auch wieder eine SIM-Karte und das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert. An einer spanischen Turnhalle haben wir jetzt geparkt. Das ist übrigens auch ein Wohnmobilstellplatz. Und wir haben uns noch was zu essen gemacht. Ich habe jetzt noch Workout gemacht und das war's auch schon. Bye!